Als ich dem Flo heute Morgen die ThyssenKrupp vorgeschlagen habe, wollte ich eigentlich long gehen. Und was kommt um die Ecke mit einem Reverse-Bonus? Das müssen wir besprechen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Grüß dich, Flo. Servus, Thomas. ThyssenKrupp habe ich dir heute Morgen vorgeschlagen und ich denke mir einfach, die muss doch irgendwann mal steigen. Aber danach sieht es irgendwie nicht aus. Wenn ich mir den Chart anschaue, geht es eigentlich schnurstracks abwärts. Aber ich habe das auch schon mal im Podcast gesprochen. So irgendwie um 3 € muss das doch mal irgendwann drehen. Und ja, das habe ich dir vorgeschlagen und ich habe gedacht, wir kommen mit einem schönen Discount um die Ecke. Und kleiner Spoiler, du hast einen Reverse-Bonus rausgesucht. Also du erwartest eigentlich überhaupt keine Erholung. Das kann ja sein, dass sich das Ding ein bisschen erholt. Die grundsätzliche Frage bei der Idee, wir machen was auf ThyssenKrupp, ist, wie schnell erholt sich die Aktie und wie sicher ist es? Und da ist meine Meinung eher gedämpft. Also ganz offensichtlich, in den letzten Wochen die ganzen News zum Thema ThyssenKrupp mit der Rochade um den Vorstand von der Stahlsparte, der Aufsichtsrat von der Stahlsparte, Sigmar Gabriel raus und. Da müssen jetzt neue Leute besetzt werden. Ob die den Job auf die Schnelle wieder hinkriegen, wage ich sehr zu bezweifeln. Es sind ja nicht die ersten Vorstände und Aufsichtsräte, die sich daran die Zähne ausgebissen haben. Plus Weltkonjunktur schwächelt ein bisschen, Autos schwächelt ein bisschen, große Abnehmer von der Stahlsparte, Stahlpreis im Keller und zwar richtig im Keller. Das heißt, glaube ich, dass ThyssenKrupp innerhalb der nächsten Monate das signifikant auf die Kette kriegt. Und die Antwort dazu ist nein. Ganz ehrlich, wenn ich von dir SMS kriege oder WhatsApp kriege, wo drin steht fallendes Messer, Fragezeichen, dann suche ich eigentlich schon nur noch nach Sportprodukten, weil das bringt nichts. Steig mal noch mal kurz in die Aktie ein. Also, was ist eigentlich passiert und was sind so die Bedingungen? Ja, also, es hat sich wirklich eskaliert in letzter Zeit. Es soll ja die Stahlsparte ausgegliedert werden. Ein tschechischer Investor soll einsteigen. Der will besonders viel Mitgift haben. Also, der will, dass es noch Garantien gibt, dass der Staat was dazu gibt. Der will sich eigentlich unseren Stahlkocher ziemlich unter den Nagel reißen. So, die anderen Headlines sind aber, es ist eine existenzbedrohende Lage bei der ThyssenKrupp Steel. In dem Stammwerk in Duisburg soll die Produktion von 11,5 Millionen Tonnen auf 9 reduziert werden. Überkapazitäten belasten das. Und diese Spannung im Konzernmanagement zwischen Politik, Gewerkschaften, das scheint wirklich überhaupt keine Lösung zu sein. Und Gabriel ist zurückgetreten, du hast es gesagt. Du bist ja auch aufgewachsen in dieser Region, Düsseldorf. Du atmest das quasi in deiner DNA. Gibt es da wirklich eine Chance oder ist das vorbei? Können wir in Deutschland keinen Stahl mehr produzieren? Ich glaube, es geht schon noch, allerdings müssten, und da hat die ThyssenKrupp ja auch schon eine Tochter für ausgegliedert, die tausendmal besser läuft, zum Thema grünen Stahl, wenn es irgendwann mal dahin kommen sollte, dass wir vornehmlich grünen Stahl verwenden werden. Da haben die Wasserstofflösungen, den du brauchst, um grünen Stahl produzieren zu können. Oder sagt man, ist das der? Die Goldkantenlösung sozusagen, da hat ThyssenKrupp eine Tochter, die da ziemlich stark ist. Und wenn das in die Richtung gehen sollte und die Anforderungen, ich sage jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist, ich sage nur, wenn die Anforderungen in die Richtung gehen, dass im Endeffekt vornehmlich grüner Stahl verbaut werden sollte, dann können wir auch in einem Hochpreisstandortland wie Deutschland sicherlich noch mitspielen. Und ich habe hier Allerdings den, hast du, ja, ja, ich habe das hier den ist Stahlpreis mal der. aufgerufen. Aktuell, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, 600 ist noch eine gute Unterstützung. 570 warm gewalzter Stahl Nordeuropa je Tonne. Lieferfrist 20 Tage plus minus. Ist im freien Fall. Es gibt extrem schwache Nachfrage der VDMA, also so eine Produktionsgemeinschaft oder so ein Verband hat die Produktionsprognose von -4 auf -8 gesenkt. Die Konjunkturdaten sind total enttäuschend. Man denkt immer, jetzt ist das Tief und es geht weiter runter. Und der Stahlpreis zeigt es. Und mit so einem im freien Fall befindlichen Stahlpreis kann eine ThyssenKrupp überhaupt nicht steigen, oder? Nee, kann sie nicht. Und ich glaube, selbst wenn der sich auf dem Level stabilisieren sollte, was ja noch lange nicht ausgemacht ist,
es haben sich jetzt über die letzten Jahre viele wirklich gute Manager an der ThyssenKrupp, an der Stahlsparte von ThyssenKrupp die Zähne ausgebissen. Und wieso sollten, wenn da jetzt neue Leute installiert werden, die das innerhalb der nächsten 3-4 Monate auf die Kette kriegen? Ich sehe das nicht. Und du hast ja auch gesagt, das ist ein Wespennest sozusagen mit der Gemengelage aus Arbeitnehmerschaft, Politik, Konzern, externe Investoren, Tschechen, wo jeder seine eigene Agenda letzten Endes verfolgt, die Leute sich zum Teil gegenseitig das Messer an die Kehle halten. Und in dieser Gemengelage ein Turnaround hinzukriegen, der substanziell zum Wachstum des Geschäfts und oder des Aktienkurses beiträgt, da fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie. Ich weiß nicht. Und dann hast du noch, wie gesagt, Konjunkturschwäche. Also wenn die Abnehmer, die Autos bauen und so weiter, weniger Stahl haben wollen, dann hat das eine dementsprechende Wirkung auf den Stahlpreis. Und China produziert ja auch noch. Und die gehen im Zweifel runter mit dem Preis. Also die schauen wir uns die Aktie an. Was sind die Fakten? Also wir sehen ja eigentlich hier so bei 4 Euro, 4,40 Euro war mal so eine schöne Unterstützung. Sind wir absolut durchgerauscht. Jetzt heute Morgen schon wieder ein neues Tief, wenn wir mal hier reinzoomen. Ich habe eine Analyse aufgerufen vor wenigen Tagen, oder die ist, glaube ich, 1,5 Tage alt. Da war noch so bei 3,30 Euro so ein absolutes Crash-Tief. Hier muss die Aktie sich fangen. Jetzt sind wir heute schon wieder drunter, 2,90 Euro. Jetzt hast du einen Reverse-Bonus mitgebracht. Ich gebe mal deinen Rechner frei. Wie funktioniert das und wo sind hier die Chancen zu sehen, selbst wenn die ThyssenKrupp sich ein bisschen erholt oder irgendwie den Boden findet? Also der Reverse-Bonus ist im Endeffekt ein Bonuszertifikat, wenn eine bestimmte Schwelle nicht erreicht wird. In diesem Fall hier bei dem Produkt ist die Barriere 3,90 Euro. Das heißt, wir haben im Moment einen Abstand von 35%. Sollte die Aktie unter diesen 3,90 Euro bleiben, das heißt, sollte sie in den nächsten wohlgemerkt 100 Tagen nur, ja, nicht um mehr als 35% steigen, dann kriegst du hier den Bonus ausgezahlt. Und das entspricht dann 28% oder 9,59%. Das heißt, du kannst in 100 Tagen bis zum Ende der Laufzeit 10% machen, knapp 9,59%. Aufs Jahr gerechnet würde das entsprechen 38% und du kriegst dann für dieses Produkt ausgezahlt 3,20 Euro. Das notiert auf Höhe der Aktie ungefähr. Du hast da ein leichtes Aufgeld drin von 16%. Das würde ich allerdings verschmerzen. Es gibt auch zwei, drei andere Bonuszertifikate, die ein bisschen weniger Aufgeld haben. Das würde ich hier aber machen. Das ist eine gute, sag jetzt mal, Gesamtkonstruktion. Du kaufst dieses Zertifikat auf dem Niveau der Aktie, du nimmst nach unten teil bis zu einem maximalen Tag, wie gesagt, maximal Auszahlbetrag von 3,20 Euro, das heißt, du kannst 10% verdienen und du verdienst diese 10% auch dann, wenn die Aktie jetzt steigt, aber nicht über 3,90 Euro geht. Okay, 3,90 Euro stehen wir ja so bei 2,90 Euro, das wären jetzt 1 Euro. Natürlich kann man sagen, wenn jetzt hier eine Einigung käme und die Politik tief in die Taschen greift, obwohl das eigentlich ausgeschlossen ist, weil die Politik keine tiefen Taschen mehr hat, 3,90 Euro wäre so die Marke. Was passiert denn, wenn der Kurs drüber geht? Ist das Produkt dann wertlos oder wie ist das? Nein, ist es nicht. Also du gehst aus von 5,40 Euro, das ist quasi die Nulllinie. Und du kriegst die Differenz zwischen dem Aktienkurs und 5,40. Das heißt, wenn die jetzt bei, sagen wir, 4 Euro steht, dann kriegst du noch 1,40 Euro. Wenn sie bei 5 Euro steht, kriegst du für das Produkt noch 40 Cent und ab 5,40 kriegst du dann 0. Okay, und nach unten, wenn die Aktie jetzt in eine, ja, ThyssenKrupp in eine existenzbedrohende Lage kommt, wie profitiere ich nach unten? Genau, das ist der in Anführungszeichen Nachteil von dem Produkt. Es ist gecapped, nämlich auf den Bonusbetrag. Der Bonusbetrag ist genau die Differenz zwischen da, wo es losgeht, bei den 5,40 Euro und den 2,20 Euro. Das ist also die Differenz, ist der maximale Ertrag, der ausgezahlt werden kann.
Wenn die Aktie unter 2,20 fällt, nimmst du quasi nicht mehr teil. Dann hast du den Maximalbetrag erreicht, dann kriegst du deine 3,20 Euro ausgezahlt. Hier steht es, das ist das, was du ausgezahlt kriegst, die Differenz zwischen den 5,40 Euro, der Reverse Level, wo es losgeht, und dem Bonus und auch dem Cap Level bei 2,20 Euro. Okay, also wir halten fest, bei stark fallenden Stahlpreisen ist keine Hoffnung in Sicht. Die Politik wird wahrscheinlich auch nicht unterstützen, es wird eskalieren. Und du sagst, greif auf jeden Fall nicht in das fallende Messer bei der ThyssenKrupp, wenn, dann mit diesem Produkt, was du vorgeschlagen hast, aber immer ein gewisses Risiko haben. Du kannst ja traden, genau, du kannst ja traden, was du willst und wie du willst. Du kannst auch kurzfristig auf eine Erholung traden und nimmst dir irgendein Toro-Zertifikat oder Optionsschein oder was weiß ich. Das kann ja auch funktionieren. Bei Plus Z suchen wir nach Anlageprodukten. Das ist ein sehr, sehr spekulatives Anlageprodukt, das sehe ich ein. Das ist ein bearishes, das heißt, mit dem spekulierst du letzten Endes auf fallende Kurse oder zumindest nicht auf stark steigende Kurse. Du kannst damit maximal 10% verdienen oder 9,6% verdienen bis zum Jahresende. Ich finde das ziemlich attraktiv für 3 Monate 10%, also 100 Tage sind 0,1% pro Tag. Das ist eine attraktive Geschichte und die Frage, die ich mir bei dem Investment gestellt habe, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die diese Komplexität an Problemen, die Thyssen insbesondere mit der Stahlsparte hat, in den Griff kriegen in den nächsten 3 Monaten und der Aktienkurs um mehr als 34% steigt. Und da sage ich, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass das passiert. Und ich habe hier 34% Puffer. Sprich, wenn die Aktie, selbst wenn die auf 3,50 nochmal raufgeht, das wäre ja ein ordentlicher Anstieg vom jetzigen Niveau aus, kriege ich mit dem Produkt meine 10% bis Weihnachten. Also das ist ein Produkt für moderate Seitwärtsmärkte, nennen wir es und mal. Ich habe aber das Risiko, dass die Aktie sich verdoppelt und dann ich in diesem Investment einen Totalverlust habe. Dann gehst du auf Null. Dann ja. Risikohinweis. Ja, also darüber musst du dir im Klaren sein. Du musst immer im Klaren dir darüber sein, wie so ein Produkt funktioniert und was die Risiken sind. Da musst du dich auch selber einlesen. Ich habe es jetzt kurz angerissen, aber es gibt eine Totalverlustwahrscheinlichkeit, die ist nicht besonders hoch, aber die ist da. Man kann mit dem Produkt alles verlieren, was man da eingesetzt hat. Ganz grundsätzlich immer nur das machen, was ihr versteht. Und bei solchen Produkten auch nicht mit zu viel Geld reingehen. Am besten nur das, was wirklich über ist. Danke dir, Flo, für deine Einschätzung und ich halte die Füße still bei ThyssenKrupp. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann.